Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 12 mit mir, DF. Und wir... Wo müssen wir... Ah ja, da läuft er gerade weg. Das war ja letztes Mal schon so. Wir müssen hier lang. Ich habe überlegt, wieder an den Instanzen rumzuspielen, aber wir haben ja bei der letzten Aufnahme beim Anfang das gemacht und ich möchte nicht jedes Mal, wenn... Huch. Ich habe aus Versehen LB gedrückt. LT. RT. Meine Güte, ich kenne meine Tasten nicht. Übrigens, ich spiele jetzt wieder mit einem Xbox Pad, weil das, was ich bestellt habe, was eigentlich erst in einem halben Monat kommen sollte, von heute an, das sollte erst um 18 oder so kommen. Das kam heute an. Und deswegen spiele ich damit. Ich teste es einfach mal, ob es wirklich an meinem alten Xbox-Pad lag, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Oder es dann doch eher das Kabel oder der Steckplatz des USB-Anschlusses dann die Übeltäter waren. Das weiß ich nämlich noch nicht. Ich hätte erst natürlich das Kabel austauschen sollen und den Steckplatz mal wechseln sollen, bevor ich mir ein ganz neues Gamepad kaufe, aber Sachen wurden getan und man kann das jetzt auch nicht mehr ungeschehen machen. Ist mir nur so eingefallen gestern, dass ich das doch hätte doch vorher mal ausprobieren hätte sollen. Aber dann, naja, dann war das Paket schon unterwegs und da konnte ich auch nichts mehr so wirklich viel machen. Ich hätte gern einen neuen Knüppel für Warn. Ich bin auch immer überlegen, was für ein Level hat Warn? 16. Sollte ich mal jemanden nehmen, der nicht Level 16 ist? Wie zum Beispiel... Ich könnte Bell 4 spielen, oder... Warn muss ja nicht dabei sein. Ich spiele Barsch und habe Ash dabei. Ja, machen wir jetzt so? Ja, machen wir so. Da muss ich nur sein Gambit ausmachen, damit ich ihn auch spielen kann. Was hast du denn hier geschickt? Kurz Analyse. Mach mal, wir haben ein paar Potions. Dann gib mal Penelo eine. Du hast jetzt nicht wirklich die Ultrafähigkeiten, Barsch. Haust aber ganz gut drauf. Das ist so erstmal das Wichtigste, würde ich erstmal sagen. Um ehrlich zu sein, hat Barsch gar keine Fähigkeiten, außer wirklich Analyse. Und das ist jetzt nicht nützlich im Kampf, so direkt. Nehme ich überhaupt auf, ja. Heute habe ich sogar tatsächlich sogar ein bisschen Lust aufzunehmen. Tun nicht nur aufnehmen, weil mir die Folgen ausgehen. Ich meine, es macht ja nicht keinen Spaß. Komisch formuliert, aber was ich meine ist, es macht ja schon Spaß und so. Hier sind ganz schön viele Truhen. Es macht ja schon Spaß und so, aber irgendwie muss ich mich immer da ein bisschen dazu zwingen, selbst dann aufzunehmen. Und dann nehme ich halt auch nie lange auf in letzter Zeit. Aber heute habe ich sogar ein bisschen Lust aufzunehmen. Also musste ich mich nicht wirklich zwingen, also die Aufnahme zu starten. Warte, ich habe glaube ich was vergessen, deswegen muss ich mal kurz pausieren. Ich habe glaube ich vergessen, jetzt öffne ich aus Versehen Photoshop, weil ich ein Vollidiot bin. Ich habe vergessen, Screenshots aufzunehmen. Und ich muss mal das Photoshop wieder schließen, weil ich das aus Versehen, wie gesagt, geöffnet habe. Das war natürlich nicht der Plan. Okay. Wir gehen noch weiter in die Richtung hier. Ja, wegen der Truhe hier. Oder Schatz. So richtige Truhen gibt es ja nicht. Eine Kronos-Träne. Ich gebe da mal Warn. Ist das denn, was man... Ah, wahrscheinlich ist das ein... Kampf-Item.
Wichtig ist, wo sehe ich das hier? Kronos, Träne, Halt gemacht und Stopp. Unerhörlich. Weil ich momentan nichts habe, was gemacht und Stopp heilt. Und deswegen ist das ganz gut, dass wir dann sowas dann doch gefunden haben. Vor allem die Sätzen gemacht rein, die Viecher. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Hier diese Urutanjensa. Hör auf! Ja, tot? Gut. Hier ist nix bei deinem Text. Hast du echt nichts irgendwie Interessantes? Nee, du kannst wirklich nur angreifen. Ich meine, das dafür sehr stark. Aber das ist ja irgendwie auch doof. Okay, irgendwer hat mich geheilt. Aber ich wollte eigentlich gern ein Vita haben und nicht, was auch immer das für ein Käse war. Bomba, schau drauf. Okay, dann bei deinem Text. Warte, hier sollte er noch irgendwo. Na egal. Dann haben wir halt einen übersehen. Ist auch nicht so mega schlimm. Ufanstieg für Penelo. Will ich. Ja, Penelo lasse ich noch ein bisschen. Fran und Penelo sind unsere Healer so ein bisschen. Der. Ach du Scheiße. Oh. Ich glaube, diesmal nehme ich den direkten Weg und das wird der hier sein. Deswegen gehen wir in die andere Richtung. Nehme ich hier hin. Glaube ich, ne? Das ist. Ja. Wahn kann auch heilen, falls das nötig sein sollte, darauf mich einzuschläfern zu wollen. Hau drauf, danke. Was sind eigentlich Erdsteine, außer Sachen, die ich verkaufen kann? Kann ich die ja später irgendwie mal benutzen oder so? Ich sollte halt immer gucken, dass ich nicht immer dieselben Charaktere im Team habe, sondern immer so alle mitziehen. So von den Leveln her. Das habe ich später das Problem, dass ich irgendwo eine Stelle habe, wo ein Charakter benutzt werden muss, den ich aber nicht gelevelt habe. Das wäre dann doof. Aber Barsch hat der Analyse. Ich habe gerade nämlich Angst gehabt, dass hier diese Sprengfallen sein könnten. Okay, hier ist aber nichts. Aber Barsch hat der Analyse, sagte ich ja gerade. Moin. Alle drauf auf den. Warte mal, kann ich? Ne, Penelo ist besser, dass wir sie im Team haben. Weil die anderen beiden die heilen können, nämlich Wahn und Fran. Die sind alle ein bisschen Level höher als Penelo. Besieg den mal, danke. Penelo, heil mich mal. So, wo gehen wir denn als nächstes lang? Ich würde erstmal sagen, warte erstmal in die Ecke, falls hier irgendwo ein Item ist, aber hier scheint nichts zu sein. Will ich in die Ecke gehen? Müsste ich jetzt nicht unbedingt, weil man kann hier auch lang. Das sieht aus wie ein Bomber, aber irgendwie eine komische Farbe. Nee, den lassen wir mal liegen. Der Salamander, dieses Feuerelement hat mich ja schon letztes Mal ganz kaputt gemacht. Beinahe ausgelöscht, das ganze Team. Deswegen will ich mit etwas, was in der Richtung so aussieht, auch nichts zu tun haben. Aber wenn das wirklich die Bomber sind, die sehen dann nicht wirklich gut designt aus in diesem Spiel hier. Und haut drauf. Ach, das ist ein bisschen langweilig zu spielen.
Weil der hat ja nicht wirklich Fertigkeiten. Ich sollte erst die Magier eigentlich wegmachen, aber naja, jetzt bin ich am Schlafen. Gut. Ich brauch dich mal, Penelo. Greif mal hier. Greif mal Barsch an. Danke. Greift die mich die ganze Zeit an? Muss ich das wieder ändern? Angriff. Ja, greift ihn da an. Okay, da geht's nur zurück, wenn wir hier in die Richtung gehen würden. Deswegen gehe ich ja nicht in die Richtung, sondern wir gehen hier lang. Aber wir gehen diese Brücke entlang, weil ich gerne wissen will, was da ist. Okay, gut. Ich dachte, ich habe Analyse. Oder muss ich das einsetzen? Fertigkeiten, Technik, Analyse. Komm, der große Fisch hier. Komm, hau drauf und machen weg. Okay, dann eben nicht Barsch, sondern Vossler. Ich sag immer Vossler, aber ich glaube, der wird Vossler ausgesprochen im Englischen. Aber ein V gegen F aussprechen, das widerspricht mir. Außer bei dem Wort Vogel. Das ist irgendwie doof. Wahrscheinlich bei anderen Worten auch noch. Okay. Balance erhalten. Ja, war mir klar, dass hier noch so ein Vieh ist. Komm, hau drauf. Danke. Barsch ist auch nur so langsam. Balance. Ich würde einfach mal sagen, das ist eine Waffe. Dann... ein Schild? Nein. Inventar. Was ist denn Schätze? Fertigkeiten? Ja, da, Balance. Z-Magie, Attribut, keins. TP-Differenz des Initiators ergibt Schaden. Ah, okay. Ach, das Symbol über den Kopf. Also neben der Leiste von, also Energieleiste von Barsch, ist Analyse. Ich muss die einsetzen, damit, also auf Barsch einsetzen, also auf sich selber, damit sie aktiviert wird. Was bist du für ein Vieh? Ein Pelisaurus. Du kannst wahrscheinlich versteinern, deswegen möchte ich dich gerne tot haben. Okay, hier ist ein Schatz. Ein Spitzhut. Das ist doch was für Warnf wahrscheinlich. Der... okay, die Magie wird erhöht und die Magieabwehr. Kein Attribut. Wer kann hier noch... du kannst vielleicht den Kalpak tragen. Die Magieabwehr geht höher. Die Stärke geht ein bisschen flöten. Was trägst du gerade? Ein Brusthelm. Ja, das muss ich leider ablegen. Weil wir gehen nicht auf schwere Rüstung mit dir. Deswegen musst du das leider ablegen. Den kannst du, glaube ich... doch, du kannst Buckler tragen. Aber dann kannst du keinen... okay, du musst mit zwei Stäben... zwei Händen, meine ich, das tragen.
Ja, Eisenhelm, Bronzehelm, der ist schlechter. Wer kann das noch tragen, den Bronzehelm, außer nur Ash und Barsch? Ich gehe auch noch mal kurz in die Lizenzbretter, da wir hier noch ein bisschen machen wollen. Die Gambit-Dinger muss ich auch irgendwann früher oder später mal lernen, ne? Hier, du kannst erstmal Lizenz Nummer 3 lernen. Was ist das hier? Sammeln. Bist tot und... Ne? Entzug und Revers. Hier, das ist doch... Fox und Atoxi. Okay, da brauche ich jetzt nicht. Rote Hydra, was ist das? Ich hole erstmal das hier, damit ich gucken kann, was die rote Hydra ist. Das ist wieder so ein... Wie heißt das nochmal? Mystag. Keine Ahnung, ob ich es holen sollte. MP-Bonus für die überirdischen Schaden die MP auf. Nehmen wir doch das gerne mal. Mehr TP. Oh, ich habe nicht so viel. Die Ether einfach eine stärkere Wirkung. Ja, bitte. Dann Belthia. Nimmst mal hier das da. Magie ist das besiegte Gegner, wird deinen eigenen MP zugefügt. Also nicht. Potion entfaltet sich eine stärkere Wirkung. Was ist das hier? Magie erzielt größere Wirkung, brauche ich nicht unbedingt. Ich gebe dir das hier vielleicht. Ja, wir haben noch gar keine Zepter, also deswegen würde ich ja erstmal sagen, nein. Ich kaufe mir da hier so ein Gambit-Ding. Vielleicht können wir das irgendwann mal gebrauchen. Ich hole jetzt mal ein paar. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gut ist, was ich hier mache. Ob ich hier jetzt einfach nur LP verschwende oder was weiß ich was. Was ist das hier? Ach, das versiegt den Gegner mit einem Schwachpunkt, ja. Haben wir zwar nicht, aber können wir mal schon mal holen. Bis später. Was ist das hier? Die maximale TP weg liegt bei 270 oder wird erhöht um 270. Was ist das? Physische Attacken gewinnen an Durchschlagskraft. Danke, bitte und so weiter. Schwere Rüstung brauche ich nicht, Schattenstoß. Haben wir schon sowas. Wir brauchen noch nicht sowas. Erlitten im Schaden die MP auf. Das brauche ich unbedingt nicht gerade. Was ist das? Für bei menschlichen Schaden die MP auf? Nein. Ja, besser als gar keine Fähigkeit. Nein, komm, nee. Warten wir nochmal. Nehme ich da mal die 190 TP und die 150 TP. MP, komplette MP werden investiert um 4 TP und die und 10-fachen MP-Wert des Initiators zu heilen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich meine, der hat sowieso. Was macht er mit TP? MP meine ich, stärke die Attacke von bei vollem TP. Du hast fast nichts mehr, deswegen lassen wir das erstmal. Ich möchte gerne deine. Ja, dann machen wir die Katana Lizenz 3 mal schnell. Was ist das hier? Das ist eine größere Wirkung, Zauberlizenz. Hier, ich gebe dir mehr TP. Was ist das denn hier? Magie ist das besiegte Gegner mit deinen MP hinzugefügt. Ich brauche ja keine MP so wirklich mit ihr. Ich habe sowieso nicht mehr wirklich viel LP. Ja, nimm mal das hier. Okay. Dann hier mal. Ich gebe. Die Kosten senken ist immer gut. Hier noch mehr Stäbe. Erzielt größere Wirkung. Finde ich immer gut. Houdini-Lizenz sagt im kritischen Zustand die Magie. Magie ist das besiegte Gegner mit deinem eigenen MP hinzugefügt. Finde ich gut.
hier noch irgendwie was? Magie. Was ist denn hier in der Ecke? Magie, Ethiker, so, Wirkung. Nehmen wir mal hier mit Lizenz, damit wir das hier drankommen. Was ist denn in der Ecke? TP 150, Seelenmarta. Okay. Wir haben ja da mal was gemacht. Hätte ich gerne an Hochbewohnen geheilt. Hätte ich dann doch lieber, um ehrlich zu sein, an einem Speicherpunkt gemacht. Weil wenn wir sterben, ist der ganze Quatsch wieder umsonst gewesen. Wieso wird es zu Stein? Verzaubert es sich selber und wird zu Stein? Oder habe ich da gerade was gemacht irgendwie? Hat Marsch irgendwie so eine Fähigkeit, das Schwert oder so? Gehen wir doch richtig, ne? Ja. Die Gebiete sind so riesig und die haben verschiedene Abschnitte und man muss verschiedene Wege laufen oder beziehungsweise kann. Deswegen weiß ich nicht, was so das Intelligenteste ist, was wir da machen. Weil das letztes Mal so lange alles gedauert hat, würde ich einfach sagen, dass wir so die Wege gehen, die erstmal so am schnellsten keinen, auf jeden Fall, so straightforward, sag ich mal, einfach geradeaus. Und später gehen wir dann die anderen Wege mal entlang, wenn wir hier nochmal vorbeikommen oder auch nicht, oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob er hier nochmal irgendwie durchläuft. Deswegen ich nicht weiß, ob es wirklich intelligent ist. Komm, dann mache ich Ash wieder raus und mach Balthier rein. Denn Balthier hat weniger Level. Hi Balthier. Okay, hier, hau drauf. Okay, schon gut. Ich wollte sagen, ich habe das noch nicht getötet. Ah, die wieder. Wie heißen die nochmal? Die Jensa-Dinger. Urutan-Jensa. Was sind das da hinten für Viecher? Sind das einfach Palmen? Oder was sind das für Ungetüme? Oder sind das irgendwie eine Art von Spinnen? Da unten. Was ist das? Da ist ja noch einer. Wo kommst du denn her? Ich heile Barsch nicht, weil das jetzt Penelo macht. Okay, Vossler hat ein Level Up, was nicht mehr so, was heißt nicht mal so gut ist. Das Problem ist, er ist kein festes Partymitglied momentan noch. Deswegen würde ich erstmal sagen, das ist mir ziemlich egal, ob er ein Level aufsteigt oder nicht. Mal gucken, wo es hier dann geht. Also laut meiner Auffassung müsste hier dann der Ort sein, wo wir auch hinwollen. Aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Hier ist erstmal gar nichts. Okay, hier ist ein Händler. Händler Dice. Hoppla, hätte ich gedacht, damit gerechnet, hier neben den hässlichen Urutan-Fratzen noch andere Gesichter zu treffen. Wir sind auf Sandfischjagd. Was führt euch in die Wüste? Ich sehe mir wie Abenteuer aus. Ihr seid noch nicht etwa auf Schätze im Tal der Toten aus. Das Tal der Toten, das war Lebensmittel. Wer sich da reinwagt, soll von einem Monstervogel in Empfang genommen werden. Und er ist nicht gerade freundlich, habe ich mir sagen lassen. Wie sieht's überhaupt mit eurer Ausrüstung aus? Die Jensa Sanse ist weit. Wenn ihr was braucht, teile ich meine Habe gerne mit euch. Für ein paar Geld, versteht sich. Haha. Okay. Es wäre was für die Lohengrin. Ist was für... Wie heißt er nochmal? Barsch? Okay, ist fast weg, das ganze Geld.
Das alte Schwert. Kann das einer von... Streithammer brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Die Halbblüte brauche ich, glaube ich, auch nicht. Hier, das alte Schwert. Das kann keiner tragen, außer Barsch. Das Langschwert ist auch nicht gut. Das Hurlenschwert, das braucht auch keiner. Okay, erstmal kaufen, verkaufen, verkaufen. Streithammer kann keiner tragen. Die Heilrute, die hat ja, also die ist jetzt nicht so geil wie gedacht. Der Timo-Stab, also mit Stäben hat hier niemand was am Hut, deswegen würde ich den auch erstmal verkaufen wollen. Genauso wie der Eichenstab. Auch den habe ich zwar behalten, weil ich dachte, irgendeiner könnte ihn tragen, aber nein. Dann weiter im Text. Lanze kann keiner tragen. Der Sigrius ist nicht so gut wie das, was du gerade trägst. Die Heilrute haben wir gerade verkauft, altes Schwert. Ja, das hast du ja. Haben wir nicht irgendwie ein besseres? Irgendwas? Killerbogen. Wieso kannst du keinen Killerbogen tragen, Fran? Muss ich mal kurz in die Lizenzen reingucken. Habe ich hier vergessen, Bogenlizenzen zu kaufen. Ja. Ich könnte den Killerbogen... Ach, so ein Scheiß, ey. Da fehlen ja 12 Lizenzpunkte oder sowas. Ich hätte das mal lesen sollen wahrscheinlich, ne? Ich versuche das auch mal... Ich schreibe ja immer noch hier rum. Gebt die Schatzsuche auf, Leute. Den Monsterprogramm Tal der Toten verspeist euch zum Frühstück. Wenn ihr euch wirklich in das Tal der Toten wagen wollt, würde ich an eurer Stelle mit der Urutuyansa sprechen. Der Vogel soll unbesiegbar sein, doch jeder hat seine und Punkt. Die Bewohner könnten etwas wissen. Jetzt aber mal langsam. Du kannst doch unsere Kundschaft nicht in den sicheren Tod schicken. Obwohl du natürlich recht hast. Wenn überhaupt, wissen höchst die Urutuyansa, wie man das Tal der Toten durchqueren kann. Doch mit den Jungs zu reden ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich verstehe unsere Sprache nämlich nicht. Aber wie dem auch sei, solange ihr noch aufrecht stehen solltet, solltet ihr lieber was bei mir kaufen, denn tote Kunden sind schlechte Kunden. Haha. Ja, da hat er aber allerdings recht. Okay, hier kann ich... Oh, ich kann ein... Butch? Butch? Keine Ahnung. Ich kann so ein Ding kaufen. Für Wahn. Okay, ich habe es leider nicht angelegt. Da, zack. Jetzt ist er auch ein bisschen stärker, der Wahn. Ja, bla bla bla. Ich hätte gar nicht dreimal mit ihm reden sollen, weil müssen, denn er hat ja noch diesen, also man hat ja noch den Verlauf, den man benutzen kann. Okay. Kriegshelm für wie heißt er nochmal? Balthier. Doublet. 14 Abwehr, ja bitte. Ein Lichthut, das können drei Leute, um genau so zu sein, tragen. Ich verkaufe erstmal die hier den Bronzekolben, den brauche ich nicht mehr. Den Hörnerhelm brauche ich auch nicht mehr. Und den Kettenhelm brauche ich nicht mehr. Den Buckler brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Und den Bronzehelm auch nicht mehr. Wir haben so Geldprobleme, ne? Weil das richtig, wie man Geld kriegt, sind Nebenquests, aber da kann ich gerade nicht so viel machen. Lichthut. 3 Stück. Auf das Anlegen. Ja, leg an. Du auch. Und du auch. Ja, zack. Tala. Da, warte, da verkaufe ich noch mal ein paar Sachen. Wie das Kalpak. Die Wollmütze, die bringt fast gar nichts. Und den Spitzhut. Goldamulett. Ah, das hätte ich gerne angezogen. Für jemanden, schreckt im kritischen Zustand die Magie. Hätte ich auch gerne jemanden geben. Kaktorine. Die gibt viel. Roh schmecken sie unerträglich. Man muss sie jeder nur leichte Hitze, um ihre süße Essenz zu entlocken. Ja. Da habe ich auch erstmal genug. Hier. Wo waren wir? Beim Talar. Da kaufe ich auch mal 3 Stück von. Anlegen,
auf Van, Ash und Penelo. Dann verkaufen wir nochmal was. Den Hirtenbolero, die Bronzekyras. Kann, glaube ich, keiner mehr tragen, außer. Also. Ja, eigentlich keiner, weil der zu schwach ist. Ein Flügelhelm für Barsch. Die Sachen sind so teuer und ich habe so viele Leute, die ich ausrüsten muss. Okay, ein Flügelhelm für Barsch. Ja, leg ihn mal an. Verkaufen, was auch immer er gerade abgelegt hat, den Eisenhelm. Grüne, ist auch nicht gerade billig, auch für Barsch. Die habe ich jetzt aus Versehen wieder nicht angelegt, weil ich dumm bin. Ja, Eisenkürass gegen die Grüne. Ja, bla 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 bla. Mach mal. Eisenkürass verkaufen. Dann gucke ich schon mal, ob ich hier irgendwie. Ich kann die Erdsteine verkaufen, davon habe ich viele, das gibt gut Geld. Der Rest ist alles nicht so geil. Ein Goldschild, den kann erstmal nur Barsch tragen. Ein Balkala, ein Balaklava. Für Belfia, den kann er aber nicht tragen. Beziehungsweise ist schlechter als was er hat. Wieso kann man nichts für Fran? Ist er doof. Was ist eine Handelsware? Ah ja, hier die Sachen. Die Sets, die geheime Sachen sein könnten. Oder nicht so geheime Sachen. Zwiebelbolzen brauche ich nicht. Zwiebelpfeile habe ich. Zwiebelpulver habe ich auch. Hier brauche ich auch erstmal nichts von. Will dann Zeitschlag sammeln. Erste Hilfe Analyse. Ich hätte gerne den Zeitschlag und das Wildern, aber da fehlt mir erstmal die Sachen. Gravitas Aero hätte ich gern, aber Stopp können wir uns leisten. Deswegen kaufe ich das auch mal. Okay, ein Speicherkristall wäre sehr nett. Ich weiß nicht, wo einer ist. Aber normalerweise gibt es ja ein Autosave. Deswegen, die erlebten Abenteuer können gespeichert werden. Okay. Aus irgendeinem Grund sagt, darf ich jetzt speichern, aber ohne einen Speicherkristall. Was ich komisch finde. Ich wäre auch gern geheilt worden. Das Tal der Toten. Ja, was ist denn das? Da ist ein Tempel. Das ist wahrscheinlich das Grab, wo wir auch hinwollen. Wo dieser eine Stein ist, den Belz hier haben will, damit er mitmacht für die ganze Sache. Ich glaube, der Morgenstein oder sowas. Oder Sonnenstein oder so ein Zeugs. Ach, wir sind ja schon da und wir sind voll geheilt. Hey! Belthia, warte mal, dir mache ich den Gambit an. Hab ich gar nicht gemerkt, dass du den ausstattest. Aha.